Radio Bremen 4, das ist also unsere neue Welle und es soll bestehen schwerpunktmäßig aus Musik, Meinung, Moderation und auch kritischer Information. Norbert Kasper hat sich dieses neue Konzept, das sich natürlich mehr an die jüngere Generation wendet, schon einmal zu Gemüte geführt. Hier sind seine Eindrücke. Im Dezember geht's los auf Bremen 4. Soll's auch bei euch losgehen, müsst ihr am Radio drehen. Auf 101,2 ist ganz Bremen dabei. Der Bremer Hafener macht seins auf 100,8. Da heißt Bremen 4. Bremen 4. Kurbel dir das Radio auf 4. Da gibt's Musik jede Menge in Stereo auf UKW 101,2. Die heißesten Scheiben sind für dieses Programm gerade gut genug, so die Mannschaft, die ab Dezember als Deutschlands erste Rock- und Popstation über den Sender gehen will. Ein kleines Studio, einer am Pult, Dr. Nox, Peter, Jürgen oder Eva. Jeder macht alles, ist sein eigener Techniker, Telefonist, Redakteur, Moderator oder was sonst gebraucht wird. Was aber ist anders an diesem Programm als an anderen? Wir sind sparsam, aber ideenreich, denke ich. Radio Bremen 4 wird das erste Musikradio in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ein Musikradio, das anknüpft an die Traditionen der amerikanischen und englischen Musikradios, die es hier ja kaum zu hören gibt, außer BFBS und EFN. Das heißt, schnell gemachte, gut gemachte Sendungen, die eine Persönlichkeit des Moderators vorstellen und Spaß machen beim Zuhören und beim Machen und präsentieren von Platten, die neu sind. Wir haben den Anspruch, zuerst jede neue Platte hier zu spielen und solche, die hier sonst überhaupt gar nicht zu hören sind. Zu hören sein werden aber auch kritische Informationen und Beiträge. So wird Ritz übernommen von der Hansa-Welle und pausenlos. Die Nachrichten sind jede Stunde zu hören und der Verkehrsfunk. 15 Stunden täglich. Ob in der Schule, in der Pause oder ob zu Hause, ob im Autoradio, mit einem Walkman auf dem Klo. Was ihr gerade macht, ist völlig einerlei. Radio Bremen 4 ist auf jeden Fall dabei. Denn ich sag Bremen, du sagst Ja. Und kurbelst dir das Radio auf 4. Und ich sag Bremen und du sagst Ja. Und was sagt dann das Radio zu dir? Radio Bremen, Radio Bremen 4. Ja, schön gemacht, Wolfgang Hagen. Ja. Bei uns ist unsere Programmdirektorin Hörfunk, Carola Sommerei, die sicherlich auch eine Meinung dazu hat.